Noch ein langweiliges Online-Meeting? Sie haben das Gefühl, dass Sie Ihre Zuhörenden nicht erreichen? Damit das nicht passiert, müssen Lerninhalte für die Online-Lehre aufbereitet werden. Es gilt das Prinzip der didaktischen Reduktion. Didaktische Reduktion bedeutet, Lerninhalte auf das Wesentliche zu reduzieren und in gut dosierte, anschauliche Lernhappen zu unterteilen, ohne dabei trivial zu werden. Es gibt viele Strategien, um Ihren Unterrichtsstoff kompakt und interessant zu gestalten. Beispielsweise das Verwenden von Schlüsselbegriffen, Eingehen auf konkrete Beispiele, die sich auf das Allgemeine übertragen lassen, gute Gliederungen, anschauliche Materialien und weiteres. Eine Methode, die immer mehr Verwendung findet, ist das Prinzip Flipped Classroom. Die Teilnehmenden eignen sich mit Lernmitteln wie Videos, Texten, Podcasts und Übungen den Lehrinhalt selbst an. In Gruppensettings können sie sich die Inhalte gemeinsam erarbeiten, erklären und diskutieren. Dadurch können sie die Inhalte in ihrem Tempo und ihrer Arbeitsweise lernen. Danach kommen die Lernenden im Kurs zusammen. Dozierende können nun auf Fragen eingehen, das Wissen gezielter vertiefen und haben mehr Zeit, das Gelernte weiterzuentwickeln. Herr Thomas möchte das Prinzip Flipped Classroom in seinem Seminar anwenden. Dazu nimmt er seine Kurse auf und lädt sie zusammen mit Erklärvideos und Erfahrungsberichten auf seine Lernplattform. Er hat sie speziell für seine Zielgruppe erarbeitet und Lernziele abgesteckt, sowie eine Lernstruktur mit kleinen Einheiten entwickelt. Die Präsenzkurse kann er dadurch verringern oder zur Vertiefung und Evaluation nutzen. In den neu eingeführten Fragerunden, Brainstormings und Rollenspielen sind die Teilnehmenden viel aktiver und engagierter als in seinen Seminaren zuvor. Welche Methoden Sie am besten verwenden, können Sie abhängig vom Ziel und der Zielgruppe Ihrer Kurse entscheiden. Wir unterstützen Sie, damit Ihre Seminare ein Erfolg werden.